Hallo meine lieben Leute, hier bin ich wieder, euer Gilman-Fan. Nach einer sehr langen Pause habe ich mich entschieden, endgültig jeden Tag mindestens ein Video hochzuladen. Und ja, fragt mich nicht, wo wir stehen geblieben sind, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, Kirby. Ja. Die machen Boom, Chakalaka Boom, yay. Yeah. Oh, die sind so heiß, dass Kirby. Das Kirby meint die Fähigkeit weg, weil. Toll, ich kann nicht mehr reden. Das Kirby meint seine Fähigkeit wegschmeißen zu müssen. Was für ein Vater, ehrlich. Schmeißt seine Kinder weg. Nein. Jetzt mal eine Frage an euch, Leute. Was denkt ihr von Kirby? Massenmörderspiel oder einfach nur so ein Kinderspiel? Entweder Massenmörderspiel, also Killerspiel oder Kinderspiel. Sagt mir eure Meinung, schreibt es in die Kommentare, schreibt mich privat an und bäh und ihr habt alles. Ihr wisst wie es geht, ihr seid nicht blond. Zumindest nicht im Kopf. Ob ihr blond seid, kann ich nicht sagen, aber im Kopf seid ihr nicht blond, das weiß ich. Heiß, Alter. Das sieht ja mal hammer aus. Irgendwie bin ich der Meinung, dass es langsam zu seinem Ende geht, das Spiel. Dumm, dudum. Ach du Scheiße. Das schaffe ich doch niemals. Das mache ich nie. Oder muss ich das mal? Ja, will ich nicht. Oh, Glück. Oh, Levelende. Ist ja vor ein paar Tagen das Spiel für TV rausgekommen. Dasselbe. Na gut, dasselbe nie, aber so ähnlich. Bam. So geht's, Leute. Oh. Daran erinnere ich mich, da war schon ein kleines Kind. Richtig geil. Ja, das habe ich geliebt damals. 24 Stunden am Tag, Kirby. Naja, unbedingt Wissen über Kirby habe ich nie, aber auf jeden Fall kann ich sagen, Kirby ist eines der Spiele, das meine Kindheit geprägt hat. Oh ja, die Musik erinnert mich an was. An meine Kindheit. Das war schön. Richtig schön. Ui, extra Leben. Ich weiß es nicht. Ob es hier ein Wispy Woods gibt? Na, ich hoffe es mal. Nämlich ein lustiger Ge Ach nee, schade, den gibt's nie. Denke ich zumindest mal. Ich leg's jetzt einfach mal so fest. Nein. Cool. Wie, die kommt wieder. Boah, ist ja böse. Bäm, gebasht. Ich bin gut. Not. Na, wer kennt die Gegner? Ich kenne die zu gut von Kirby's Air Ride. Die sind schrecklich, die Gegner. Na, warte die. Ach ja, Kirby. Kirby. Ich kann nicht singen. Waddle du! Yay!
Wie schon Ende? Das war jetzt nur geraden. Egal. Egal. Ach nee, hab ich ein Glück. Ich hab geraten und dann noch richtig geraten. Mann, bin ich gut. Ich bin stolz. Stolzmodus. Wie, das war's schon. Toll, hab ich gerade gar nicht aufgepasst. Ist ja langweilig. Ging mir zu schnell. Oh. Na, guck mal in den Hintergrund. Hintergrund, nicht Hintergrund. Okay, egal, was ich gesagt habe, das stimmt nicht. So, auf zum finalen Kampf gegen König Nickerchen. Nein. 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 Och nö. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Nee. Och nö, jetzt ist scheiße. Nein, nein, nein. Alter, hat der viel Leben. Ach schade, ich dachte, es ist ein toter Winkel. Egal. Na gut, dann gehe ich mir erstmal eine Fähigkeit holen. Bumerang oder sowas. Wo gab's denn den? 1, 2, 3, 4 fehlt und 5. Egal. Welches war das? Sahneeisel. Bei Laser ist auch nicht schlecht. Vielleicht mache ich ja noch weitere Kirby-Let's Plays. Das wäre ganz cool. Würde mich sogar freuen, weil Kirby ist schon eine coole Spiele. Nur leider ist Spiel, das noch nicht so viele Spiele hat. Ui, das geht ja auf einmal so schnell und so einfach. Nein, 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 nein. Nein, geh weg. Nein, 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 nein. Oh, Alter, König Nickerchen. Cool. Glück gehabt. Nein. Stirb. Digaschen. Nee. Alter. Wenn ich jetzt fail, raste ich. Oh, nee. Scheiße. Oh, so knapp und doch so fair. Wo gab's den Bumerang? Ich weiß es nicht. Razor war bis jetzt am besten. Fast tot. Oh Mann. Könnte ich kotzen. Gab's sie überhaupt? Ja, schön. Sprung. Was will ich mit dem Müll? Hey, extra Leben. How nun? Na gut, Reaktionsspiel. Nicht schlecht, weil du. Bam! 14! Boah, ist das schlecht. Really? Ich wäre immer schlechter. Koch Kawasaki. Nee, der ist tot. König. Den hab ich doch. Ui, ich bin gut. Ach du Scheiße, Meta Knight. Ich glaube, den kennt jeder von euch. Ein blauer Kirby. Spoiler. Ach nee, den haben wir ja auch schon besiegt. Scheiße.
Ein One-Up, ein One-Up, ein... So wenig? Wollt ihr mich verarschen? Zuckerwölkchen. Zuckerwölkchen. An die Welt erinnere ich mich zu gut. Keine Fähigkeit hier an dem Level. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich verarschen? Hä? Na gut, machen wir nochmal hauen. Ach nö, doch. Na gut, doch. Okay. Ihr habt gewonnen. Ich werde das Spiel jetzt in diesem Part zu Ende führen. Egal was kommt. Ich bringe es zu Ende. Das Spiel ist dann finito. Ende. Aue, Schluss. Dann kommt ein neues Projekt. Aber lasst euch überraschen. Mein Deutsch ist nicht mehr das Beste. Lasst euch überraschen. Was? Bam. Bam. Oh, 13. Der war gut. Hätte ich bei Meta Knight gebraucht. Boah, bin ich schlecht. Pass auf, jetzt fähig ich wieder. Sag ich nicht? Och nö, das ist zu voll. Ach nee. Bestimmt deswegen keine 4, weil wir hier ja alles offen haben. Zumindest denke ich, dass mir alles offen ist. Ui, Wasser. Wie komme ich da unten ran? Tornado. Na gut, probieren wir es mit Tornado. Saft-Ozean. Ach, das war eine coole Map. Ich weiß gar nicht, ob ich da oft gefährt habe oder nee. Mir aber auch irrelevant. Ich glaube, ich habe da oft gefehlt. Ey, das ist ja cool. Nein, Tornado. Nein! Och nö! Och nö! Jetzt leck mich doch am Arsch! Oh, jetzt leck mich doch am Arsch! Ey, kein Bock mehr! Ich bin so ein Napp! Dritte Mal habe ich jetzt gefehlt, oder? Ich weiß es nämlich nicht. Ich gehe mir jetzt das Schwert holen. Mal sehen, wie es dann ausgeht, König Negerschen. Ich hasse ihn. Hallo Link, Kirby, Kirby Link. Hallo. Danke. Ha, diesmal kein Mauszeiger auf Doom. Bin ich nicht gut? Bestimmt Maus, Kirby, jetzt lauf doch mal, wenn ich dir befehle. Och nö, ey. Fressack. Miep. Nein! Oh. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Och nein. Sieht mehr als nur schlecht aus. Sag ich nicht, sag ich nicht. Ich hab's geschafft. Ja, spieß durch. Endlich. Oh, eine Welt 8 Traumbrunnen? Hä? Kirby, wie die Kindchenigger schon in meinem Herz sieht. Cool. Bam! Ich hab dich fertig gemacht. Oh, wie die tanzen.
Aber was war das jetzt? Heißt es etwa, König Negerschen wollte alle vor einer Katastrophe aufbewahren oder was? Ach du Scheiße, wer ist denn das? Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare, ich will wissen, wer das ist. Aua. Nein. Hä, wieso fliegt Kirby ohne irgendwas zu pusten oder Luft zu holen? Weil es Kirby kann. Mohaha. Ich glaube, das ist bis jetzt der leichteste Endgegner. Hoffentlich war's danach. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. La 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 la. Ich hab's geschafft, ich hab's spät durch. Oder auch nicht. Der ist doch auf dem Mond. Wieso verfolgst du den noch weiter? Herrlich. Boah, die Musik. Was zur Hölle? Ich mach nix, Leute. Oh, Kirby, du bist blond. Scrolling Level? Ui! Wie geht der? Ach, alles klar. Das sieht gar nicht so. Ich muss den treffen, wenn der seinen Mantel unten hat. Au. Ey, cool. Die Fähigkeiten wieder. Wieso teleportiert er sich? Das will ich auch können. Kirby? Kirby, du hast auch noch was zu lernen. Ich komme nie ran. Oh, Kirby, falsche Richtung. Du Vollidiot. Jetzt mach mal was, du Vollhung. Er kann nicht mehr fliegen. Zum Kotzen. Och nö, jetzt muss ich aufpassen. Ich hab's geschafft! Ich hab's First Try geschafft! Oh, geil! Oh, Hammer, ey! Geil! Ich hab's geschafft, ja! Ich hab's geschafft, ja! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ja! Da kommt Freude auf. Na, jetzt müssen wir nämlich wieder Halbmond entstanden ist. Wegen Kirby. Ich sagte doch, Kirby ist ein Killerspiel. Aber gut, Kirby, unser Held, kämpfte tapfer um das Sternzepter. Der hatte das in der Pfote. Aber König Negerschen hatte gar nichts Böses im Sinn. Ja, hab ich auch schon gesagt. Jedenfalls wollte er keinesfalls den Traumbrunnen beschädigen. Nee, Schuld an allem war in Wirklichkeit Nightmare. Oh, jetzt wissen wir seinen Namen. Er schuf Albträume, die den Strom des Traumbrunnens stören. Sie brachten Unheil und Schrecken mit Bewohner Traumlands. Oh, Fettsack. Als König Negerschen des Sternzepter, ach, keine Ahnung, an sich Namen wollte er das. Egal. Ihr könnt selber lesen, ihr könnt Pause drücken. Ich bin nicht in der Lage dazu. Na gut, ich bin auch blond. Nicht nur auf dem Kopf, auch im Kopf. Na gut, ich würde sagen, das war's mit Kirby, Nightmare in Dreamlands, auch genannt Schattenbedrohung Traumland, wobei mir die englische Fassung besser gefällt. Und ja, meine Meinung zu dem Spiel, dafür, dass es, ich sag jetzt mal, ein recht altes Spiel ist, ist es bombastisch geil und Hammer. Ich würde es jedenfalls wieder spielen, aber hehehe, aber ohne Let's Play. Dafür, dass ich so. Oh, guck mal, Wispy Woods. Oh, cool, Wispy Woods. Ja, jetzt kommen nämlich nochmal alte Erinnerungen auf mit der Musik. Wispy Woods, haben mehr. Wispy Woods war ein geiler Gegner, bin ich offen und ehrlich. Den kenne ich nicht. Naja, was ich sagen wollte. Ich fand dieses Let's Play
ehrlich gesagt richtig genial, nur leider etwas kurz und ziemlich schwer. Ja, also Fail, es war eigentlich ein Fail-Projekt, wenn man es mal so sagen will. Mehr als nur Fail. Hä? Hammer, krass. Ich hätte Feuerverkehr wahrscheinlich benutzen sollen. Habt ihr jetzt gesehen, wie schnell der fertig war? Ja, guck mal, Krago. Skiller, Killer Skiller. Oh nee, hör mir auf mit dem Endgegner, du. Den hab ich ja überhaupt nicht gekonnt. Bei dem bin ich am meisten gefehlt. Neben König Niggerschen. Ach ja, Kirby. Schlaf, Kirby, schlaf. Da! Mitternacht! Blauer Kirby, wie gesagt. Einfach nur in einer Maske versteckt. Und einem Mandel. Und einem Schwert. Und, keine Ahnung, Schulterplatten oder was das darstellen soll. Und da zum Schluss König Niggerschen. Für den habe ich ja lange gebraucht. Zu lange. Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nicht. Ich hab zu viel getrunken. Ich bin voll gebläht. Ende. Was? Ein neues Minispiel steht jetzt zur Auswahl. Boss-Marathon. Das Bild sieht scheiße aus. So. Wollen wir gleich mal nach den Minispielen gucken. 90%! Boss-Marathon. Kirby's Kurvencode. Siege alle Bosse. Nee, danke. So. So, wir haben das Spiel beendet. Das war ein nettes Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so wie mir. Und ja, ich verabschiede mich dann mal. Ciao, bis zum nächsten Mal bei einem anderen Projekt. Lasst euch überraschen. Euer Gilmore-Fan.